Edwin Hubble, das Rätsel des gestirnten Himmels. Was Hubble festgestellt hat, ist, dass die Welt einen Anfang gehabt hat. Hubble hat in meinen Augen die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Das Universum expandiert. Und das, würde ich mal sagen, war wohl eine der größten Überraschungen, die in der Wissenschaftsgeschichte je verzeichnet worden sind. Viele Forscher haben in der Ruhmeshalle der Astronomie einen Platz bekommen. Die größten sind zweifellos Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Neben ihnen steht jetzt Edwin Paul Hubble. Am 28. September 1953 ist Hubble gestorben. Er war der bedeutendste Astronom des 20. Jahrhunderts. Hubble gelang 1929 am Mount Wilson Observatorium in Pasadena, Kalifornien, eine damals revolutionäre Entdeckung. Das Universum dehnt sich aus. Bis dahin waren die Astronomen der Ansicht gewesen, das Weltall ruhe still in sich und sei eine Art Riesenblase. Rotverschiebung. Edwin Hubble und seine grenzenlose Entdeckung. Hubble hat praktisch das Universum neu erfunden. Das heißt neu erfunden, er hat es gefunden. Edwin Hubble, Kind einer mittelständischen Familie aus dem amerikanischen Missouri, interessierte sich schon als Junge für die Sterne am Himmel. Aber noch lieber boxte er und spielte Basketball. Später studierte er dann an einer der besten Universitäten der USA in Chicago, und zwar Astronomie, Physik und Mathematik, daneben aber auch Chemie, Französisch, Griechisch und Latein. Im britischen Oxford lernte er zusätzlich die Juristerei und unterrichtete anschließend an einer Highschool Spanisch und Physik. Im August 1914 besuchte er die Jahreskonferenz der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft. Was er da erfuhr, versetzte ihn in Staunen. Nebel jenseits der Milchstraße ruhen nicht, sie schweben durchs All. Das war neu. Man wusste damals weder, was diese Nebel sind, noch warum sie sich bewegen. Hubble war davon so fasziniert, dass er sich hinsetzte und seine Doktorarbeit darüber schrieb. Hubble ist ja hervorgetreten durch zwei große Entdeckungen. Die eine, die war die Lösung des Problems der Ausdehnung unseres Milchstraßensystems relativ zu dem Rest des Universums. Das war das ungeklärte Problem des der Nebel, das seit dem 18. Jahrhundert als ein schwelendes Problem der Naturwissenschaften verstanden worden ist. Und das andere war im Jahre 1929 die Entdeckung der Expansion des Universums. Und das, würde ich mal sagen, war wohl einer der größten Überraschungen, die in der Wissenschaftsgeschichte je verzeichnet worden sind. Bernulf Kannitscheider, theoretischer Physiker und bis zu seiner Emeritierung Philosoph an der Universität Gießen. Die Fernrohre, die Hubble am Mount Wilson Observatorium zur Verfügung hatte, konnten das einfallende Licht der Nebel nicht genügend auflösen, um genaue Strukturen davon zu zeigen. Aber mit verschiedenen technischen Kniffs beim Fotografieren fand Hubble heraus, die rätselhaften Nebel setzen sich aus einer Unzahl von Sternen zusammen. Sie mussten also Galaxien, so wie die Milchstraße, sein. Das war das eine. Und nun das andere. Die Galaxien bewegten sich. Hubble hatte nämlich das Spektrum des Lichts der Galaxien aufgespalten und war darauf gekommen, die Farben des Lichts hatten sich verschoben. Das bedeutet, die Lichtwellen waren auseinandergezogen. Das ist der sogenannte Doppler-Effekt, der auch im akustischen auftritt, zum Beispiel beim Autorennen. Die Lichtwellen waren also auseinandergezogen, weil sich die Galaxien, von denen das Licht stammte, vom Beobachter entfernten. Hubble schaute genauer hin und fand heraus, dass es dafür eine feste mathematische Regel gab. Er veröffentlichte das am 15. März 1929 in einer Arbeit mit dem Titel »A Relationship Between Distance and Radial Velocity Among Extragalactical Nebulae«, zu Deutsch »Eine Beziehung zwischen Entfernung und Radialgeschwindigkeit bei extragalaktischen Nebeln«.
Allerdings ist es nicht so, dass die Galaxien selbst immer schneller durch den Raum rasen. Vielmehr bewegen sie sich mit dem Raum, der sich ständig ausdehnt, und mit ihm alles, was drinsteckt. Das ist vergleichbar mit einem Hefeteig im Backofen. Die Rosinen gehen mit dem Teig auf und auseinander. Das mit der Entfernung zunehmende Tempo der Raumausdehnung ist als Hubble-Konstante in die Geschichte der Astronomie eingegangen. Das Ergebnis seiner Berechnungen fasste Hubble vor der Veröffentlichung in ein paar Zeilen an einen Kollegen, nämlich Harlow Shapley, zusammen. Der las sie, ließ den Brief sinken und sagte resignierend: Hier ist der Brief, der mein Universum zerstört hat. Jetzt war also Zeit ins Weltall gekommen, Entwicklung und Geschichte, ein Anfang und ein Ende. Was sich nämlich voneinander entfernt, muss früher enger zusammen, möglicherweise sogar einmal vereint gewesen sein. Da war plötzlich das tausende von Jahren alte Bild von dem ewig gleichen, in sich ruhenden Kosmos zerfallen. Hubble hat praktisch das Universum neu erfunden. Das heißt neu erfunden, er hat es gefunden. Vorher hatte man so die Position eines Eigenheimbesitzers. Mein Haus, my home is my castle. Und nach Hubble war klar, da ist viel, viel mehr als nur dieses eine Haus. Da ist ein ganzes Universum voller Häuser. Und heute wissen wir, dank seiner irrsinnigen Entdeckung, dass das Universum expandiert. Hubble hat die moderne Kosmologie begründet, die experimentelle Seite davon. Und damit ist er einer der Giganten der Astronomie. Soweit Harald Lesch, theoretischer Physiker an der Universität Sternwarte München. Ein ganzes Universum voller Häuser, entdeckte Hubble. Voller Milchstraßen und alle jagen sie davon. Sie müssen in fernster Vergangenheit vereint und dann auseinandergestoben sein. Hubble hat nicht den Urknall, den Big Bang, erfunden. Das Wort stammt auch nicht von ihm. Aber er hat den Weg dorthin gewiesen. Und damit fingen für die Astronomen die Probleme an, die bis heute wachsen und wachsen, genauso wie das Universum. Alles aus Nichts. Der Anfang des Universums. Da muss man natürlich sagen, wie die Physik da war, können wir nicht wissen. Nicht? Die Urknalltheorie ist an sehr, sehr vielen Experimenten getestet worden. Ihre Vorhersagen stimmen im Rahmen der Möglichkeiten, die Experimente natürlich haben. Also das heißt, die Fehler sind relativ klein, sehr klein eigentlich. Und summa summarum muss man sagen, es gibt überhaupt keine Alternativtheorie, die dem Urknall das Wasser reichen könnte. So muss man sagen, es gibt heute, glaube ich, niemanden mehr, der ernsthaft bezweifelt, dass das Universum einen Anfang hatte, einen heißen Anfang hatte. Und damit ist das Urknallmodell eigentlich das Modell der Wahl. Für Harald Lesch, wie für die meisten seiner Kollegen, gibt es keinen ernstzunehmenden Grund, an der Urknalltheorie zu zweifeln. Zu eindeutig sind für ihn die Beobachtungen im Universum. Der Urknall besteht natürlich aus vielen Aspekten, aber 99% davon sind durch Beobachtungen belegt und haben eigentlich, würde ich schon sagen, 99% meiner Kollegenschaft auf mehr oder weniger übereinstimmende Vorstellungen dieser allerersten Entwicklungen gebracht. Aber das geht nur so lange gut, wenn man in der Zeit zurückgeht, also den Urknall nun wirklich präzise benennt in seinen einzelnen Aspekten, nur so lange gut, wo eben die physikalischen Gesetze uns bekannt sind. Wenn wir extrapolieren in die allerersten Pikosekunden oder irgendwas, wo Umstände geherrscht haben müssen, die nichts mehr zu tun haben mit unseren Erfahrungsbereichen hier, also Temperatur, Dichte und so weiter, da muss man natürlich sagen, wie die Physik da war, können wir nicht wissen. Johannes Schmidt-Burg, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Die Probleme, sagt er, fangen also an, wenn die Astrophysiker erklären sollen, was vor dem Urknall war. Etwas nebulös sprechen sie von einer Singularität. Mit diesem Wort, zu Deutsch Einzigartigkeit, beschreiben sie aber nur ihre Unwissenheit. Lassen sie nämlich die Geschichte des Kosmos wie in einem retourlaufenden Film zurückspulen, dann schrumpft das Universum nach und endet schließlich vor 13,7 Milliarden Jahren in einem winzigen Punkt. Das war der Anfang, eben jene Singularität, ein Kügelchen, unendlich klein, unendlich dicht gepackt und unendlich heiß. Bei so viel Unendlichkeit sind die Astrophysiker mit ihrem Vorstellungsvermögen, aber auch mit ihrem wissenschaftlichen Latein am Ende. Dafür haben sie keine Naturgesetze, keine Formeln.
Noch schwieriger und unverständlicher wird es, wenn man weiterfragt, wie ist dieser unvorstellbar kleine und heiße Punkt entstanden? Stephen Hawking, immerhin einer der derzeit bedeutendsten Physiker, weist die Frage zurück. Mit seinem Sprachcomputer sagt der schwerstbehinderte Theoretiker: Time is defined by the interval between events. So time has meaning only inside the universe. There isn't an external measure of time in which the universe suddenly began with a big bang. So the question, what happened 1 minute before the big bang, has no meaning. The time was not defined. Die Zeit ist der Abstand zwischen zwei Ereignissen. Vor dem Beginn des Universums gab es keine Ereignisse, also auch keine Zeit. Außerhalb des Kosmos tickt keine Uhr. Das Universum und damit die Zeit wurde erst mit dem Big Bang geboren. Daher geht die Frage, was 1 Minute vor dem Urknall war, ins Leere. Andere Theoretiker, unter ihnen Bernulf Kannitscheider, wollen sich aber das Denken und Spekulieren nicht verbieten lassen. Sie gehen zeitlich noch vor diese eigenartige Singularität zurück und fragen, wie ist sie entstanden? Man kann sich vielleicht am besten so ein schaumartiges Gebilde vorstellen. Die Engländer sprechen da vom Space-Time Foam, vom Raumzeit-Schaum. Also wenn man sich so eine Badewanne gut gefüllt mit Seifenschaum vorstellt und jetzt sagen wir, der Wind da drinnen arbeitet, dann steht Veränderungen in dieser Schaumstruktur. Die meiste Zeit wird diese Schaumstruktur mehr oder weniger so für sich einfach bleiben und es werden keine großen Prozesse stattfinden. Nun kennen wir aber, und das kann man so auch an Meereswogen und an vielen Beispielen aus der terrestrischen Physik bestätigen, Fälle, wo Schwankungen sich selber verstärken, wo also eine Schwankung langsam wächst und wächst und wächst. Und dann kann es sein, dass diese Schwankung immer stärker wird, sich aufbauscht, sich erhebt und dass daraus dann auch Materie wird. Das Vakuum, in dem es nur reine Energie gibt, formt also wie auch immer eine Welle. Eine andere kommt dazu und so weiter. Sie folgen dichter und dichter und am Ende werden sie zu Materie. Wie genau strukturlose Energie zu Materie wird, können die Theoretiker natürlich nicht beschreiben. Aber sie wissen, nur mit der Relativitätstheorie von Einstein geht das nicht. Stephen Hawking ist aber optimistisch. Over the years, we have discovered that the universe is governed by rational laws. It is therefore natural to expect there to be a complete set of laws, and this is what physicists are working towards. I think we will find it this century, and maybe quite soon, but then I'm an optimist. Wir haben gesehen, dass das Universum nach rationalen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Für uns Physiker ist es deswegen plausibel, dass alle, auch die noch unbekannten Gesetzmäßigkeiten, rational sind. Ich schätze, wir finden die große vereinigte Theorie ziemlich bald, in jedem Fall noch in diesem Jahrhundert. Aus allem wird nichts. Ein Universum ohne Ende? Was sich jetzt handelt, das wissen wir noch nicht. Das war die Antwort. Völlige Stille. Es wird still werden. Es wird kein Ohr mehr geben, was hört. Es wird auch keinen Mund mehr geben, der spricht. Es wird keine Sterne mehr geben, die leuchten. Es wird überhaupt nichts mehr geben. In einer Zeit nach der Zeit eigentlich, muss man sagen, werden sämtliche Sterne ausgebrannt sein. Etliche werden zu schwarzen Löchern sich formiert haben. Irgendwann werden diese schwarzen Löcher verdampfen und am Ende bleibt nur noch Energie übrig. Naturwissenschaftlich heißt es schlicht und ergreifend, irgendwann geht's Licht aus und das war's dann. 10 hoch 60 Jahre, das ist eine Dezillion, eine Zahl tatsächlich jenseits aller Vorstellung. Nun kommen aber die Naturphilosophen ins Spiel und die sagen, ein Kosmos mit einem dezidierten Anfang, aber ohne ein Ende, das ist unlogisch, unsymmetrisch und nicht ästhetisch.
das Universum, wenn es schon in der einen Seite unendlich ist, also zeitlich unendlich ist, dann würde man erwarten, dass es auch in der anderen Richtung her keinen Anfang besitzt. Und die heutigen Bestrebungen, die man kennt, die jetzt über das Urknallmodell hinausgehen, die gehen eigentlich alle in die Richtung, diesen absoluten Nullpunkt der Zeit zu vermeiden, zu umgehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spekulationen, die annehmen, dass dieser Anfang der Zeit ein Artefakt der Theorie ist, aber in der Natur effektiv nicht vorkommt. Was aber stattdessen in der Natur vorgekommen sein soll, weiß Kanitscheider auch nicht. Ideen zu einer Welt ohne Anfang gibt es eine ganze Menge. Da ist etwa das Bild eines blubbernden Sumpfes, aus dem hier eine Blase aufsteigt und dort eine und da drüben noch eine. Diese Vorstellung haben vor allem russische Physiker entwickelt. Jede Blase ist ein Universum, das entsteht und wieder vergeht. In der Tat, warum sollte es nicht viele Universen geben, die ganz unterschiedlich aussehen? Eins unter diesen vielen könnte unser Weltall sein. Da kann man natürlich sagen, naja, wenn es 100.000 verschiedene Welten gibt, dann wird schon eine dabei sein, wo das einfach durch Zufall auch mal alles so hinhaut. Ja? Das ist für viele Leute befriedigend. Ich finde das sehr unbefriedigend, weil all die 99.000 anderen kann man halt nicht sehen, die sind nur als Hypothese aufgestellt und man kann es überhaupt nicht beweisen. Das, also mich befriedigt es nicht, aber andere finden das ästhetisch sehr schön. Befriedigend findet Johannes Schmidt-Burg nur eine neue Entdeckung mit dem Teleskop. Aber solange die Frage nach dem Anfang der Welt wissenschaftlich nicht geklärt ist, werden die Theorien blühen und sie dürften noch lange blühen. Im Ganzen also mehr Fragen als Antworten, die Edwin Hubble mit seiner wegweisenden Entdeckung hinterlassen hat. Der unbekannte Kosmos. Was im Schatten ist, sieht man nicht. Da ist was ganz, ganz Tolles am Werk. Zum Beispiel scheint sich zu ergeben, dass der Großteil der Materie, die das Universum erfüllt, von der Art ist, die wir bisher noch gar nicht, bis vor wenigen Jahren noch gar nicht wahrgenommen haben, noch nicht wahrnehmen konnten und erst jetzt so allmählich tastend erfahren. Nie wussten die Astronomen mehr über den bestirnten Himmel als heute und nie weniger. Bei allem wissenschaftlichen Fortschritt seit Hubble stehen sie jetzt vor einem gravierenden Problem. Das Universum ist erfüllt von Materie, über die die Fachleute nichts wissen. Nur 10% der Materie können sie irgendwie registrieren. Die übrigen 90% sind in den Hekuba. Das ist die sogenannte dunkle Materie. Sie macht sich nur durch ihre Schwerkraft bemerkbar. Immerhin kann man im Teleskop sehen, dass sie die Lichtpünktchen von ganz fernen Galaxien nach einem bestimmten Schema ausrichtet. Man sieht Effekte, die das Licht auf dem Weg von dieser sehr, sehr fernen Galaxie während seiner Reise von, sagen wir mal, 7 Milliarden Jahren oder wie lange halt so ein Weg dauert bis in unser Teleskop, dass das Licht da beeinflusst wird durch unsichtbare Materie auf dem Weg zu uns. Und das erkennt man daran, dass eben die Lichtpünktchen von Hunderttausenden solcher Galaxien in bestimmten Umgebungen alle sich nach dieser selben Schematik umorientieren. Es kommt aber noch rätselhafter. Vor 2 Jahren fiel Astronomen auf, dass ferne Sterne und Galaxien viel rascher fliehen, als die Hubble-Konstante erlaubt und ihre Geschwindigkeit unablässig zunimmt. Eigentlich müsste die Schwerkraft der Materie ihre Ausdehnung im Universum abbremsen und irgendwann umkehren, bis sie schließlich wieder in sich zusammenfällt. Aber genau das Gegenteil geschieht. Da muss es also eine ungeheure Kraft geben, die den Kosmos immer schneller auseinandertreibt. Diese Kraft ist überhaupt sehr merkwürdig, denn alle Kräfte, die wir kennen, werden schwächer mit der Entfernung. Ja? Während diese Kraft scheint ja erst stark zu werden, wenn die Materie schon weit auseinandergelaufen ist. Also ganz was anderes als alle Kräfte, die wir kennen. Diese hier ist eine ganz verrückte Sache, die einem klassischen Physiker natürlich sehr schwer fällt, überhaupt selbst als Hypothese zu akzeptieren. Aber die Beobachtungen sagen eben, es ist offenbar eine Beschleunigung im Gange. Edwin Hubble konnte nicht ahnen, was er der Astronomenzunft mit seiner Entdeckung eingebrockt hatte. Seither hat die Astronomie ungeheuer viel über das Weltall erfahren, steht aber auch vor größeren Problemen denn je. Anfang der Welt? Nicht sicher. Ende der Welt? Offen. Material der Welt? Weitgehend unklar.
Hubble rief: Vorhang auf! Und da gähnte ein tiefer, schwarzer Kosmos. Seither sind alle Fragen offen. Die Astronomen dürfen sich jetzt überlegen, was das eigentlich für eine Welt ist, in der wir leben. Edwin Hubble, das Rätsel des gestirnten Himmels. Was Hubble festgestellt hat, ist, dass die Welt einen Anfang gehabt hat. Hubble hat in meinen Augen die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Das Universum expandiert. Und das, würde ich mal sagen, war wohl eine der größten Überraschungen, die in der Wissenschaftsgeschichte je verzeichnet worden sind. Viele Forscher haben in der Ruhmeshalle der Astronomie einen Platz bekommen. Die größten sind zweifellos Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Neben ihnen steht jetzt Edwin Paul Hubble. Am 28. September 1953 ist Hubble gestorben. Er war der bedeutendste Astronom des 20. Jahrhunderts. Hubble gelang 1929 am Mount Wilson Observatorium in Pasadena, Kalifornien, eine damals revolutionäre Entdeckung. Das Universum dehnt sich aus. Bis dahin waren die Astronomen der Ansicht gewesen, das Weltall ruhe still in sich und sei eine Art Riesenblase. Rotverschiebung. Edwin Hubble und seine grenzenlose Entdeckung. Hubble hat praktisch das Universum neu erfunden. Das heißt neu erfunden, er hat es gefunden. Edwin Hubble, Kind einer mittelständischen Familie aus dem amerikanischen Missouri, interessierte sich schon als Junge für die Sterne am Himmel. Aber noch lieber boxte er und spielte Basketball. Später studierte er dann an einer der besten Universitäten der USA in Chicago, und zwar Astronomie, Physik und Mathematik, daneben aber auch Chemie, Französisch, Griechisch und Latein. Im britischen Oxford lernte er zusätzlich die Juristerei und unterrichtete anschließend an einer Highschool Spanisch und Physik. Im August 1914 besuchte er die Jahreskonferenz der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft. Was er da erfuhr, versetzte ihn in Staunen. Nebel jenseits der Milchstraße ruhen nicht, sie schweben durchs All. Das war neu. Man wusste damals weder, was diese Nebel sind, noch warum sie sich bewegen. Hubble war davon so fasziniert, dass er sich hinsetzte und seine Doktorarbeit sind für ihn die Beobachtungen im Universum. Der Urknall besteht natürlich aus vielen Aspekten, aber 99% davon sind durch Beobachtungen belegt und haben eigentlich, würde ich schon sagen, 99% meiner Kollegenschaft auf mehr oder weniger übereinstimmende Vorstellungen dieser allerersten Entwicklungen gebracht. Aber das geht nur so lange gut, wenn man in der Zeit zurückgeht, also den Urknall nun wirklich präzise benennt in seinen einzelnen Aspekten, nur so lange gut, wo eben die physikalischen Gesetze uns bekannt sind. Wenn wir extrapolieren in die allerersten Pikosekunden oder irgendwas, wo Umstände geherrscht haben müssen, die nichts mehr zu tun haben mit unseren Erfahrungsbereichen hier, also Temperatur, Dichte und so weiter, da muss man natürlich sagen, wie die Physik da war, können wir nicht wissen. Johannes Schmidt-Burg, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Die Probleme, sagt er, fangen also an, wenn die Astrophysiker erklären sollen, was vor dem Urknall war. Etwas nebulös sprechen sie von einer Singularität. Mit diesem Wort, zu Deutsch Einzigartigkeit, beschreiben sie aber nur ihre Unwissenheit. Lassen sie nämlich die Geschichte des Kosmos wie in einem retourlaufenden Film zurückspulen, dann schrumpft das Universum nach und endet schließlich vor 13,7 Milliarden Jahren in einem winzigen Punkt. Das war der Anfang, eben jene Singularität, ein Kügelchen, unendlich klein, unendlich dicht gepackt und unendlich heiß. Bei so viel Unendlichkeit sind die Astrophysiker mit ihrem Vorstellungsvermögen, aber auch mit ihrem wissenschaftlichen Latein am Ende. Dafür haben sie keine Naturgesetze, keine Formeln.
Noch schwieriger und unverständlicher wird es, wenn man weiterfragt, wie ist dieser unvorstellbar kleine und heiße Punkt entstanden? Stephen Hawking, immerhin einer der derzeit bedeutendsten Physiker, weist die Frage zurück. Mit seinem Sprachcomputer sagt der schwerstbehinderte Theoretiker: Time is defined by the interval between events. So time has meaning only inside the universe. There isn't an external measure of time in which the universe suddenly began with a big bang. Die Ausdehnung ist als Hubble-Konstante in die Geschichte der Astronomie eingegangen. Das Ergebnis seiner Berechnungen fasste Hubble vor der Veröffentlichung in ein paar Zeilen an einen Kollegen, nämlich Harlow Shapley, zusammen. Der las sie, ließ den Brief sinken und sagte resignierend: Hier ist der Brief, der mein Universum zerstört hat. Jetzt war also Zeit ins Weltall gekommen, Entwicklung und Geschichte, ein Anfang und ein Ende. Was sich nämlich voneinander entfernt, muss früher enger zusammen, möglicherweise sogar einmal vereint gewesen sein. Da war plötzlich das tausende von Jahren alte Bild von dem ewig gleichen, in sich ruhenden Kosmos zerfallen. Hubble hat praktisch das Universum neu erfunden. Das heißt neu erfunden, er hat es gefunden. Vorher hatte man so die Position eines Eigenheimbesitzers. Mein Haus, my home is my castle. Und nach Hubble war klar, da ist viel, viel mehr als nur dieses eine Haus. Da ist ein ganzes Universum voller Häuser. Und heute wissen wir, dank seiner irrsinnigen Entdeckung, dass das Universum expandiert. Hubble hat die moderne Kosmologie begründet, die experimentelle Seite davon. Und damit ist er einer der Giganten der Astronomie. Soweit Harald Lesch, theoretischer Physiker an der Universität Sternwarte München. Ein ganzes Universum voller Häuser, entdeckte Hubble. Voller Milchstraßen und alle jagen sie davon. Sie müssen in fernster Vergangenheit vereint und dann auseinandergestoben sein. Hubble hat nicht den Urknall, den Big Bang, erfunden. Das Wort stammt auch nicht von ihm. Aber er hat den Weg dorthin gewiesen. Und damit fingen für die Astronomen die Probleme an, die bis heute wachsen und wachsen, genauso wie das Universum. Alles aus Nichts. Der Anfang des Universums. Da muss man natürlich sagen, wie die Physik da war, können wir nicht wissen, nicht? Die Urknalltheorie ist an sehr, sehr vielen Experimenten getestet worden. Ihre Vorhersagen stimmen im Rahmen der Möglichkeiten, die Experimente natürlich haben. Also das heißt, die Fehler sind relativ klein, sehr klein eigentlich. Und summa summarum muss man sagen, es gibt überhaupt keine Alternativtheorie, die dem Urknall das Wasser reichen könnte. So muss man sagen, es gibt heute, glaube ich, niemanden mehr, der ernsthaft bezweifelt, dass das Universum einen Anfang hatte, einen heißen Anfang hatte. Und damit ist das Urknallmodell eigentlich das Modell der Wahl. Für Harald Lesch, wie für die meisten seiner Kollegen, gibt es keinen ernstzunehmenden Grund, an der Urknalltheorie zu zweifeln. Zu eindeutig. Question, what happened 1 minute before the Big Bang has no meaning. The time was not defined. Die Zeit ist der Abstand zwischen zwei Ereignissen. Vor dem Beginn des Universums gab es keine Ereignisse, also auch keine Zeit. Außerhalb des Kosmos tickt keine Uhr. Das Universum und damit die Zeit wurde erst mit dem Big Bang geboren. Daher geht die Frage, was 1 Minute vor dem Urknall war, ins Leere. Andere Theoretiker, unter ihnen Bernulf Kannitscheider, wollen sich aber das Denken und Spekulieren nicht verbieten lassen. Sie gehen zeitlich noch vor diese eigenartige Singularität zurück und fragen, wie ist sie entstanden? Man kann sich vielleicht am besten so ein schaumartiges Gebilde vorstellen. Die Engländer sprechen da vom Space-Time Foam, vom Raumzeit-Schaum. Also wenn man sich so eine Badewanne gut gefüllt mit Seifenschaum vorstellt und jetzt sagen wir, der Wind da drinnen arbeitet, dann steht Veränderungen in dieser Schaumstruktur. Die meiste Zeit wird diese Schaumstruktur mehr oder weniger so für sich einfach bleiben und es werden keine großen Prozesse stattfinden. Nun kennen wir aber, und das kann man so auch an Meereswogen und an vielen Beispielen aus der terrestrischen Physik bestätigen, Fälle, wo Schwankungen sich selber verstärken, wo also eine Schwankung langsam wächst und wächst und wächst. Und dann kann es sein, dass diese Schwankung immer stärker wird, sich aufbauscht, sich erhebt und dass daraus dann auch Materie wird.
Das Vakuum, in dem es nur reine Energie gibt, formt also wie auch immer eine Welle. Eine andere kommt dazu und so weiter. Sie folgen dichter und dichter und am Ende werden sie zu Materie. Wie genau strukturlose Energie zu Materie wird, können die Theoretiker natürlich nicht beschreiben. Aber sie wissen, nur mit der Relativitätstheorie von Einstein geht das nicht. Stephen Hawking ist aber optimistisch. Over the years, we have discovered that the universe is governed by rational laws. It is therefore natural to expect there to be a complete set of laws, and this is what physicists are working towards. I think we will find it this century, and maybe quite soon, but then I will not... darüber schrieb. Hubble ist ja hervorgetreten durch zwei große Entdeckungen. Die eine, die war die Lösung, das Problem der Ausdehnung unseres Milchstraßensystems relativ zu dem Rest des Universums. Das war das ungeklärte Problem, dass der Nebel, das seit dem 18. Jahrhundert als ein schwelendes Problem der Naturwissenschaften verstanden worden ist. Und das andere war im Jahre 1929 die Entdeckung der Expansion des Universums. Und das, würde ich mal sagen, war wohl einer der größten Überraschungen, die in der Wissenschaftsgeschichte je verzeichnet worden sind. Bernulf Kanitscheider, theoretischer Physiker und bis zu seiner Emeritierung Philosoph an der Universität Gießen. Die Fernrohre, die Hubble am Mount Wilson Observatorium zur Verfügung hatte, konnten das einfallende Licht der Nebel nicht genügend auflösen, um genaue Strukturen davon zu zeigen. Aber mit verschiedenen technischen Kniffs beim Fotografieren fand Hubble heraus, die rätselhaften Nebel setzen sich aus einer Unzahl von Sternen zusammen. Sie mussten also Galaxien, so wie die Milchstraße, sein. Das war das eine. Und nun das andere. Die Galaxien bewegten sich. Hubble hatte nämlich das Spektrum des Lichts der Galaxien aufgespalten und war darauf gekommen, die Farben des Lichts hatten sich verschoben. Das bedeutet, die Lichtwellen waren auseinandergezogen. Das ist der sogenannte Doppler-Effekt, der auch im akustischen auftritt, zum Beispiel beim Autorennen. Die Lichtwellen waren also auseinandergezogen, weil sich die Galaxien, von denen das Licht stammte, vom Beobachter entfernten. Hubble schaute genauer hin und fand heraus, dass es dafür eine feste mathematische Regel gab. Er veröffentlichte das am 15. März 1929 in einer Arbeit mit dem Titel »A Relationship Between Distance and Radial Velocity Among Extragalactical Nebulae«, zu Deutsch »Eine Beziehung zwischen Entfernung und Radialgeschwindigkeit bei extragalaktischen Nebeln«. Allerdings ist es nicht so, dass die Galaxien selbst immer schneller durch den Raum rasen. Vielmehr bewegen sie sich mit dem Raum, der sich ständig ausdehnt, und mit ihm alles, was drinsteckt. Das ist vergleichbar mit einem Hefeteig im Backofen. Die Rosinen gehen mit dem Teig auf und auseinander. Das mit der Entfernung zunehmende Tempo der Raumausdehnung